Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu, Transportfieber hier bei Heisenberg Zock. Es gab einen kleinen Fauxpas, nämlich die ersten 8 Minuten der Aufnahme fehlen leider. Mir ist das Spiel abgestürzt. Und danach hatte ich leider die Aufnahme nicht mehr, diese ersten 8 Minuten, als ich die neue Aufnahme gestartet habe. Das wurde eben überschrieben. Völlig idiotisch. Aber ja, nur falls ihr euch wundert, weil das Video fängt jetzt an mit, da bin ich wieder. Das ist, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich die ersten 8 Minuten auch noch habe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Video ist ein bisschen kürzer, verpasst habt ihr aber nicht viel. Wir haben einfach das Tunnel ein bisschen weiter gebaut, bei dem wir in der letzten Folge angefangen haben. Ihr seht ja, wo wir jetzt gelandet sind. Okay, dann viel Spaß mit dem Video. So, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Ja, irgendwie eben abgestürzt. Ihr habt es ja wahrscheinlich selber gemerkt. Ich habe es jetzt nochmal bis hierhin gebaut. Und jetzt bauen wir mal weiter und hoffen, das Spiel macht mit und hat nicht irgendwie wieder irgendein Problem. Irgendwie lag es an der Brücke, habe ich das Gefühl. Aber ja, normalerweise stürzt Transportfieber eigentlich nie ab. Also nicht, wenn ihr eine Mod nicht irgendwie Ärger macht. Ansonsten läuft das wirklich sehr stabil. Oh, ich weiß nicht, wie ich das hier am besten mache. Ich möchte nicht die Häuser kaputt machen. Ich muss aber hier mit beiden Gleisen durchkommen. Vielleicht irgendwie zuerst mal hier. Aber wir müssen in der Höhe, in die Höhe kommen. Oder auf die Höhe kommen. Mit dem Gleis möglichst nah hier ran. Ohne, dass irgendwie Häuser defekt sind nachher. Schön, wie sie hier unten gerade kreuzen. Wir bauen es einfach mal. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Ich glaube, wir kommen zu weit. Ja, es würde knapp noch gehen. Aber wohin führt uns das, wenn wir dann hier weitergehen? Das mag mir alles nicht so gefallen. Da sieht man, da sind die Häuser dann doch fällig. Muss ich jetzt hier echt so eine Kurve machen mit 50? Dann muss der Zug natürlich hier massiv runterbremsen. Aber irgendwie soll er. Er ist hier dermaßen nah bei den Häusern. Der muss hier nicht mit 300 durch. Also ganz einfach. Kaufen wir mal. Und gucken, wie sieht es jetzt hier hinten aus. Ja, vielleicht ein bisschen eine Kurve, man. Oh, da muss es dermaßen aufschütten, dass die Häuser halt doch flöten gehen. Vielleicht bauen sie ja noch was Neues hin. Wir kommen hier anders nicht lang, befürchte ich. Wenn wir es so machen, dann sieht man von hier unten die Züge eigentlich auch noch. Und wir haben hier tatsächlich dann nochmal einen Zug, einen weiteren Zug im Prinzip durch die Stadt durch. Das wäre schon sehr cool. Und es geht nicht anders. Also die Häuser, die müssen tatsächlich weichen. Ich hoffe, sie bauen später irgendwie wieder andere Häuser hin. Eben zum Beispiel solche hier, kleinere. Aha, das funktioniert dann auch nicht. Da ist dann dieses Haus da noch weg. Das ist schade, aber nicht anders zu lösen. So, wieder zurück. Und mal wieder einmal fleißig niesen. Wo war mein anderes Gleis? Hier unten. So, gleich nochmal niesen. Mann, Mann, Mann. Ja, Fenster ist eigentlich zu. Also von daher, die bösen Pollen oder was auch immer hier zum Husten jeweils führt, die sind weg. Ich habe zwar keine Allergien, aber irgendwie trotzdem. Niesen muss ich irgendwie in letzter Zeit die ganze Zeit. Schräg. Naja, das sind halt so die Lasten des Alters wahrscheinlich. So, wir gehen mal runter, denn eben, wahrscheinlich wollen wir hier im Tunnel. Also was heißt wahrscheinlich? Eigentlich wollen wir hier im Tunnel rein. Wenn wir uns das mal so ansehen. Ah, da kommen wir hier hinten tatsächlich schon wieder raus. Das ist eigentlich eh schön. Dann gehen wir da wieder in den Berg rein. Und dann kommen wir hier hinten raus. Und dann geht es dann schlussendlich da hinten in den Güterbahnhof rein. Das ist eigentlich eh relativ cool. Das gefällt mir so, wie das gerade entsteht. Ist auch ein bisschen Glück dabei, dass das wirklich gerade so funktioniert, wie wir das möchten. Aber man kann ja auch mal ein bisschen Glück haben. So, machen wir. Sehr schön. Weit werden wir da natürlich nicht kommen, außerhalb des Tunnels, weil wir gleich wieder in den Tunnel reinkommen. Das ist aber okay. So, hier lang. Jetzt bleiben wir auf dieser Höhe und gehen hier ins Tunnel rein und gucken mal hinten, wo kommen wir wieder raus. So, hier gibt es dann eben eh noch eine Bergstrecke über den Berg, aber mit Personenzügen, nicht mit den Güterzügen. Oh la la, da ist aber das Ganze doch relativ lange unter der Erde, wobei wir können es so regulieren. Dann kommen wir hier raus und sind sogar ebenerdig. Dann kämen wir hier über die Straße. Ja, und hier, ich würde sagen, mit einer Brücke rüber. Warum dann nicht gleich auf der Brücke bleiben, dass wir hier wieder in den Damm reingehen? Das, ja, das gucken wir uns mal an. Das fände ich eine relativ gute Idee. 19,5 Millionen kostet das Ding. Das kann man ändern, indem man hier, zack, einmal das Portal wechselt. Und schon, ja, wenn es denn geht, okay. Und schon haben wir hier noch 300.000. Das ist natürlich kein Vergleich. Gut, kaufen wir. Wunderbar. Ja, lasst uns doch gleich das zweite Gleis noch mitnehmen. Was wir haben, das haben wir. Das gibt, glaube ich, eine relativ coole Strecke.
Und dieses Gleis können wir später natürlich je nachdem auch nochmal nutzen für andere Güterzüge, die nach Bielefeld müssen. Wir haben ja erst, wenn wir das fertig gebaut haben, zwei Waren. Dann haben wir Treibstoff, dann haben wir Nahrung. Da fehlt noch einiges, aber wir werden uns jetzt auch nicht die nächsten zehn Folgen, nur mit Bielefeld beschäftigen. Das ist auch nicht die Idee. Ja, jetzt wäre es aber äußerst angenehm, genau, wenn wir hier eben mit einem Bahnübergang rüberkommen würden. Gefällt mir. Wir gehen noch ein bisschen zurück, weil wir hier dann wieder Höhe gewinnen müssen. So, kaufen wir mal. Das sollte für das zweite Gleis auch kein großes Ding sein. Ja, tatsächlich funktioniert. Und jetzt haben wir hier halt wieder standardmäßig einen unbeschrankten Bahnübergang. Das werden wir auch noch kurz angehen. Ist zwar auf dem Land, aber warum nicht hier einfach noch eine Schranke hin? Der Sicherheit zuliebe und weil es einfach cool aussieht. Ich liebe halt diese Schranken. So. Die Höhe wollen wir. Also, jetzt haben wir hier natürlich wieder Gelände, das sowieso aufwärts geht. Das ist dann ein bisschen eher doof. Ja, das habe ich befürchtet. So viel zum Thema Brücke. Das möchte so nicht funktionieren. Muss ich jetzt hier tatsächlich noch irgendwie zu einem Bogen ansetzen. Wenn wir es so machen. Ja, dann gewinnen wir ein bisschen Höhe. Das müsste da mit einer Brücke gehen. Es ist aber irgendwie ist es ein bisschen doof, hier so einen Bogen zu machen. Und dann im Prinzip dann hier so rüber zu gehen. Wenn wir von hier her bauen, dann haben wir eine gewisse Höhe. Dann haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir hier nicht ins Gleis reinkommen. Das können wir aber nochmal korrigieren. Würde ich behaupten, wir machen mal von hier aus. Macht das Sinn, wenn wir hier mal gleich irgendwie ja, dieses Gleis hier mitnehmen? Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wenn wir hier den Damm installieren. Wo hatten wir den Damm? Da. Geht sowieso nicht. Da haben wir tatsächlich eine Kollision. Wenn wir parallel gehen, dann geht's. Das könnten wir natürlich machen. Wir können hier dann mit der Kurve auch raus. Ja, wir machen das mal. Wobei, wir könnten natürlich auch hier in den Gleis rein. Wenn wir mal die Linien aufrufen, da haben wir eigentlich nur die Treibstofflinie. Wenn wir die hier reinschicken, können wir natürlich auch dieses Gleis hier verwenden. Oh, das würde sogar funktionieren. Lass uns das mal so machen. Nicht, dass wir hier zu viele Gleise brauchen. Hier kommen noch weitere Züge an. Gut, dann machen wir das gleich mal so, dass Treibstoff Bielefeld noch einen Wegpunkt bekommt. Die waren bei den Signalen. Hallo? Le Signal, where are you? Hier, gefunden. So, irgendwie am Schluss sind die Teile, zack, gekauft. Und jetzt wollen wir hier lang, das heißt vor Bielefeld, also nach Schaffhausen im Prinzip, wollen wir hier lang. Und zack, geht Linie darüber und das wird es jetzt auch künftig immer so machen, da das eben dann in Stein gemeißelt ist. Also dann machen wir das doch mal so, dann legen wir das hier an. So und jetzt kommen wir hier raus, das ist ja die Frage, wir gucken mal. Ja, ja, das geht. Mal hier diese Kurve machen, dann wären wir bis hier auf dem Damm und dann würde ich hier wegen der Straße im Prinzip auf eine Brücke umsteigen. Wir kämen hier aber schon runter. Das wäre eigentlich, also da kämen wir rein. Das Problem, das wir haben, ist aber, wir können nicht runter, weil wir hier Gleise haben. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich so oder so auf einer Brücke bleiben. Und da ist dann halt die Frage, welche. Ein Güterzug eher im städtischen Bereich. Die ist halt schon nicht schlecht. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Die bremst uns dann noch ein bisschen. Hier mit den 120. Hier hätten wir ordentlich Tempo. Dafür haben wir den Strobo-Effekt, wenn wir durchrasseln. Aber eigentlich, darauf kann man keine Rücksicht nehmen. Güterzüge hier in Bielefeld. Ja, das hat schon was, wenn hier natürlich so eine Brücke rausgeht. Das finde ich so schlecht, ehrlich gesagt, nicht. Oder wir machen sie halt hier über die Straße rüber. Und machen dann da unten wieder eine Aufschüttung. Das Problem ist dann einfach, dass wir mit der Straße hier nicht mehr weiterkommen. Aber man könnte es natürlich schon so machen, dass wir hier einfach so rübergehen. So, halt. Falsche Brücke. Na, ich klicke doch. So. Und dann, ja, eine Aufschüttung im Prinzip machen. Bis hier hinten und da wieder eine Brücke. Wie würde das dem Stadtbild gut tun? Ja, irgendwie die Brücke gefällt mir besser. Diese Idee hier ist irgendwie cooler. Warum es jetzt hier die ganze Zeit Kollege Damm nimmt? Wahrscheinlich, weil ich den die ganze Zeit verwendet habe. Weil er mir halt gefällt. So, das wäre dann so. Ist noch völlig falsch ausgerichtet. Wir müssen in die Richtung. Wenn wir noch ein bisschen runtergehen. Nein, das geht nicht. So, und zack, haben wir wieder einen Damm. Nö, nö, nö. Hier, dich möchte ich haben. Dankeschön. Ne, das geht nicht.
der Damm würde gehen. Jetzt nehme ich ihn trotzdem nochmal schnell zur Hand. Ja, macht uns aber die ganze Stadt zu. Das sieht komisch aus. Zumal man mit den Straßen eben nicht unten durchkommt durch diese, oder unter diesen Dämmen durch. Wir machen mal dich, kaufen dich, ziehen dich hier rüber und jetzt müssen wir hinten sowieso nochmal korrigieren, weil wir haben hier natürlich im Prinzip eine völlig falsche Höhe, um da in diese Gleise reinzukommen. Welches Gleis wäre das denn? Das wäre das linke. Also das hier. Ja, da kommen wir niemals rein. Müssen wir jetzt gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, so ein Gefälle gefällt mir halt nicht. Ein Gefälle gefällt mir nicht, genau. So, nochmal rauf. Ja, ist halt schwierig. So brauchen wir natürlich wieder mehr Weg, um runterzukommen. Und so, ja, wobei das geht auch noch. Also das ist irgendwie in dem Sinn kein Wahnsinnsgefälle. Das kann man schon machen. Mal gucken, ob es uns was bringt, wenn wir jetzt nach da hinten wollen. Das muss ich eigentlich gar nicht versuchen. Das kann nicht funktionieren, das ist klar. Müssen wir hier nochmal abreißen. Und das könnte natürlich je nachdem, ja, könnte nicht nur. Wahrscheinlich ist das das Ende von diesem Bahnübergang. Das finde ich ein bisschen schade. Aber uns bringt natürlich der Bahnübergang herzlich wenig, wenn wir mit den Schienen da nicht reinkommen. Dann ist das ein eher nutzloser Bahnübergang, würde ich mal behaupten. Ja, nehmen wir auch noch weg und jetzt gehen wir hier so gut wie es geht schon mal in Richtung Höhe mit den neuen Schienen und dann sollten wir da eigentlich auch reinkommen. So, mal so. Zieh das hier gleich mal rüber. Und das funktioniert dann auch. Mit welchem Ergebnis? Dass wir hier so runterkämen? Okay, da würde ich dann vielleicht eher... Na, irgendwie das Klicken funktioniert nicht. Jetzt. Aber eben, ich glaube, meine Maus, die hat auch irgendwie eine Macke. Gut, gibt ja was Neues, was soll's. M-Brücke aufschütten, finde ich eigentlich gut so. Und guck mal, was wir hier haben, nämlich immer noch den Bahnübergang. Den konnten wir sozusagen dann retten, wenn wir es so machen. Und deswegen machen wir das auch so. Jetzt wäre es noch schön, wenn ich das richtige Gleis hätte. Habe ich zwar geguckt, das müsste rein theoretisch funktionieren. Das geht auch schon mal. Und dann machen wir doch hier glatt, was wir schon mal gemacht haben. Nämlich, jetzt gibt es hier wieder diesen Bahnübergang. Den hier hatte ich, glaube ich. Und sonst haben wir jetzt halt einen anderen. Ist ja egal. Die sind alle relativ cool. So, nach hier vorne. So, und dann da unten. Oh, da ist der IC. Sehr schön. Da unten müssen wir jetzt gucken, ob wir hier mit dem Gleis auch nochmal anlegen können oder was hier am sinnvollsten wäre. Macht das Sinn? Macht dann halt auch so eine Kurve? Ich denke schon. Und dann irgendwie die nächsten Gleise, die führen dann eher in diese Richtung. Und dann hier unten vielleicht noch ein Gebäude oder vielleicht haben wir Glück und sie bauen eh noch irgendwas dahin. Ja, machen wir mal. Oder wäre es besser, wenn wir mit dem Gleis schon in die Richtung gehen würden? Das war der Damm. Ich weiß nicht. Oder brauchen wir hier unbedingt einen Damm? Das ist natürlich die andere Frage. Warum nicht einfach aufschütten? Dann haben wir hier hinten die Dämme und hier vorne haben wir Aufschüttungen und hier dann vielleicht sogar noch eine Brücke. Dann haben wir ein bisschen Diversität. Sonst haben wir natürlich überall einfach diesen Kollegen von der Dammabteilung. Irgendwie meine Maus jetzt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sieht das cool aus oder eher nicht? Und wie sieht's aus, wenn wir hier eben anlegen? Finde ich fast die beste Variante. Wir machen diese Gleise hier mit Damm und diese anderen, die machen wir dann anders. Oder wir gucken, wie das dann aussieht mit den weiteren Dämmen und dann entscheiden wir das. So, einmal hier rüber und dann sollten wir es eh schon haben. Steigung zu groß. Aha, okay, wenn ich so mache, müsste es gehen, hoffe ich. Und sonst müssen wir hier halt nochmal kurz basteln. Echt jetzt? Ist da irgendwas im Weg? Ja, irgendwas funktioniert hier nicht so, wie es sollte. Okay, dann machen wir dich nochmal weg. Das kriegen wir schon angelegt. Irgendwie. Wahrscheinlich sind wir dann am Schluss wieder beim anderen Bahnhof. Ne, funktioniert. Gut. Bisschen mehr Platz gehabt, dann konnte es anders rechnen. Ja, coole Strecke. Da hinten dann ins Tunnel rein, bestens. Jetzt fehlen hier eigentlich noch Weichen. Mal gucken. Eigentlich haben ja auf den Dämmen die X-Weichen immer relativ schön funktioniert. Mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Und sonst machen wir halt wieder unsere beliebte Oldschool-Weiche. Ist ja kein Ding. Aha, guck mal an. Ne, das möchte nicht. Können wir vielleicht so hier rüber? Ah, das gibt eine Kreuzung hier oben. Das heißt, das können wir so nicht machen. Dann würde ich so nehmen und hier rein. Ja,
Nö, würde ich mal sagen, zu dieser Idee. Gut, funktioniert nicht. Ich versuche mal noch die X-Weiche von hier oben zu ziehen. Wo ist denn hier der Anfang? Puh, irgendwo war doch hier so ein Teil jeweils. Siehst du gut nicht. Versteckt, weil hier ein Damm ist? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal von hier, von diesem Punkt aus. Ja, da ist halt auch Steigung zu groß. Gut, nochmal ein letzter Versuch mit der Weiche hier oben. Aha, okay, das geht. Wenn das hier eine Weiche ist, dann funktioniert das tatsächlich. Und es ist eine Weiche, es ist keine Kreuzung. Sehr schön. So, ist das auch die richtige Richtung? Von da hier rein und hier wieder rüber. Und ob das die richtige Richtung ist? Ja, Wunderbärchen. Also, zurück zu unserem Ausgangspunkt hier hinten. Da haben wir, glaube ich, eh auch schon eine Weiche. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Wir müssen einfach die Signale noch setzen. Wenn wir hier rauskommen, ja, dann haben wir hier vorne dann die Weiche. Irgendwo hier, genau, sogar eine schöne X-Weiche. Das passt perfekt. Das ist auch schon signalisiert. Dann würde ich mal sagen, wisst ihr was, wir machen mal schnell die Linie. Das wäre von hier. Und dann machen wir nachher die Signale und dann haben wir es eh schon. Dann können wir die Züge kaufen und hier einmal durchs Massiv, durchs Bergmassiv durch mit Düsen. So, wäre hier in den Güterbahnhof rein. Man sieht wieder nichts. Machen wir mal gelb, das ist deutlich zu erkennen. Aha, dann benutzt du dieses Gleis. Da könnte auch dieses, das können wir dann wieder mit Wegpunkten regulieren. Das ist eigentlich egal, das wäre nämlich auch frei. Mir wäre fast lieber, er würde dann in das rein. Das könnte er hier ja eigentlich machen. Hier kann er halt ein bisschen länger unterwegs bleiben, sozusagen. Wisst ihr was? Machen wir gleich mal. Wo ist meine Linie 1? Hier unten, dankeschön. Wenn wir den Wegpunkt dahin setzen, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Wegpunkt wäre dann... Hier wollen wir, glaube ich, rein. Okay, ich muss mal noch mal kurz gucken. Wobei, wir könnten auch da rein. Also da haben wir halt keine Weiche, deswegen können wir das nicht. Was wollten wir denn ursprünglich, wenn ich das jetzt noch wüsste? In das Gleis rein, um Gleise zu sparen, oder war das hier auch okay? Eine Weiche würde gehen, aber nicht, wenn ich jetzt da natürlich das, den Wegpunkt hingestellt habe, das Wegpunktsignal. Ja, dann kommen wir hier nicht mehr raus. Würde zwar sogar funktionieren. Man gucke sich das mal an. Wir wollen da aber keine Brücke. Wenn ich das so baue, wäre natürlich schön, weil es einfach neue Möglichkeiten eröffnet. Okay, das müsste jetzt eigentlich klappen, dass wir da reingehen. Machen wir da auch mal noch einen Wegpunkt und dann gucken wir, was das Spiel draus macht. Eben, man darf nicht vergessen, wir haben noch keinerlei Signale gesetzt. Von daher, so, jetzt mal gucken. Das wäre nach Bechhofen Nord. Wollen wir hier rein? Geht das? Jawohl. Gut, dann haben wir die nebeneinander. Dann cruisen die hier einmal quer rüber. Das ist eh relativ schön, weil es einmal wieder cool aussieht natürlich. So, Signal-Time. Mal dich hier. Das wäre dann in diesem Fall ein Signal hier auf der Brücke. Okay. Einmal drehen. Gegensignal machen wir mal irgendwo hier unten nach der Brücke. Die Straße lassen wir mal aus. Wäre natürlich dann schöner, ja, eine schöne Möglichkeit hier, die zu setzen, davor und danach. Aber wenn wir hier ein Signal haben, lassen wir das mal. Machen wir hier beim Tunnel mal noch einen Block. So, das müsste eigentlich reichen, dass wir hier nicht auf der Straße stehen, wenn wir warten müssen. Ja, könnte eng werden, aber okay. So oft wird da keiner stehen, denn hier fahren nicht tausende Züge. Hier fahren ein paar wenige, würde ich vorschlagen. Also vielleicht zwei, drei. Wir gucken uns dann nochmal die Länge an, die wir haben. Stimmen die Signale? Das ist wieder irgendwie äußerst undeutlich zu erkennen. Das müsste, glaube ich, schon passen. Ich meine, im übelsten Fall hätten wir einfach kein Blocksignal hier, falls sie falsch stehen. Ist aber auch ein langes Tunnel. Machen wir hier vorne nochmal ein. Da sehe ich wenigstens, wo ich die Signale hinsetze. So, hier runter. Hier einen Block. Noch auf der anderen Seite. Dann geht hier dann ins Tunnel rein. Und ja, dann sind wir da hinten eh schon im Städtchen drin. Da würde ich doch glatt hier vorne ein Signal machen. Schön wieder unten wieder die Güterzüge verkehren. Das ist eben der Hauptgrund, warum wir das hier umgebaut haben. Ihr seht, da steht einer, der fährt. Das wäre einfach nicht so ideal. Sollen wir hier gleich noch einen Block machen? Wir machen hier einen Block. Ich wollte eigentlich nach der Brücke das Signal setzen, aber die Brücke ist mir dann doch ein bisschen zu lang. So, hier wieder ein Tunnel. Haben wir noch eins hier und eins hier. Wenn es zu wenig Blocksignale sind, ich habe jetzt, glaube ich, eher sparsam gewirtschaftet damit. Dann gibt es aber nochmal neue.
Hier haben wir nochmal ein langes Tunnel. Da können wir nochmal was hinstellen. Mal gucken, ob es klappt. Hier und gerne auf der anderen Seite außen. Jawohl. Passt auch. So, jetzt hier lang. Noch ein Block. Ja, das ist tatsächlich, das ist so eine lange Strecke. Dann so ein langes Tunnel, dass wir hier nochmal einen machen. Jetzt mackt's ein bisschen. So, hier hätte ich es gerne. Genau, perfekt. Dankeschön. Warum gehe ich raus? Ich weiß auch nicht. Nochmal Signale. Ich habe gerade was überlegt. Jetzt haben wir es wieder da. Gucken hier vorne. Ja, ich würde sagen, da machen wir keinen Block mehr. Jetzt machen wir hier die normale Ausfahrt bzw. Einfahrt ins bestehende Gleis. In die Gegenrichtung machen wir unser Gegensignal. Das wäre dann natürlich wieder irgendwie in der Röhre unten. Das hätten wir da. Da können wir das Ganze ein bisschen eher setzen. Jetzt muss ich aber wieder drehen, sonst ist es auf der falschen Seite. Nämlich, es ist auf der falschen Seite. Jetzt. Zack, jetzt müsste es stimmen. Okay, und jetzt müssen wir ja noch gucken bei den Zügen, die hier auf dem anderen Gleis daherkommen, was wir hier mit den Signalen anstellen. Dieser Zug ist uninteressant in dem Sinn, aber was hier daherkommt, das sollten wir hier bremsen. So, das wäre dann hier. Okay, ich rufe mal alle Linien auf, dann sehen wir, wer das ist. Das ist hier diese Lebensmittel-Kalletal-Linie. Okay. Hier vorne müssen wir nichts mehr machen. Das Signal kann man stehen lassen. Und hier in die Gegenrichtung. Wo haben wir denn hier die nächsten Signale? Hier hinten eins. Okay. Und hier noch eins. Das ist eigentlich alles eher relativ spät. Ich würde glatt hier mal noch einen Block hinstellen für unsere Kalletaler Lebensmittel. Okay. Passt. Die Linie 1 müsste ich eigentlich noch umbenennen. Das können wir auch noch schnell machen. Warum? Das haben wir. Linie 1, okay, und das ist dann ganz einfach Lebensmittel Bielefeld für die Stadt, die nicht existiert. In den Kommentaren stand schon wieder x-fach, doch, die existiert, da ist noch Detmold in der Nähe, das habe ich schon mal gesagt, das ist irgendwie aber ein Gag mit Bielefeld, dass die Stadt nicht existiert. Ich weiß, dass sie existiert, ich kenne mich sogar in der Gegend aus, da war ich relativ oft als Kind unterwegs, aber ich glaube, ich LKW. Was schreibe ich denn hier? Doch, Lebensmittel war eigentlich richtig, ich muss erstmal schreiben. Oder haben wir das umgekehrt gemacht? Zuerst mal die Stadt, Bielefeld Lebensmittel. Ja, jetzt, Moment, wie haben wir das gemacht? Jetzt kommt die große Frage. Hier nochmal zu, ich sollte nicht irgendwie von meiner Kindheit erzählen, wenn ich hier Linien zusammenbastel. Zuerst was und dann wo. Also, dann folgen wir diesem Beispiel. Eben, Herford, Bad Salzuflen, das kenne ich alles. Zuerst Lebensmittel. Lebensmittel, dann wohin? Einmal Abstand. Es ist mir geil. So, jetzt. Bielefeld. Wunderbar. Haben wir auch. Jetzt können wir nochmal kurz kontrollieren. Wir gehen hier lang, gehen dann hier raus und das ist alles zweigleisig. Das passt. Das ist jetzt aber, glaube ich, allen Ernstes noch das falsche Gleis. Kann das sein? Hier fährt doch schon einer. Tatsächlich. Okay. Wir brauchen nochmal Kollege Wegpunkt, denn wir wollen hier rein. Mit unserer gelben Linie. So, das wäre dann vor Bechhofen Nord. Würden wir gerne hier durch. Und schon haben wir das geändert. Gut. Hier haben wir teilweise ein bisschen gemeinsame Nutzung. Das geht aber nicht anders. Wobei, der könnte hier noch rein. Na, das müssen wir uns dann bei Gelegenheit auch mal ansehen. Ich möchte jetzt erst diesen neuen Zug haben. Ich möchte mit dem Zug mitfahren. Ein Depot. Da haben wir nichts. Hier wird es noch eins vertragen. Eigentlich könnte man sogar hier noch eins hinstellen. Das sieht einfach dann wieder relativ cool aus. Was nehmen wir für eins? Wir gucken mal, was wir haben. Wir haben eine größere Auswahl. Zum Beispiel hier dieses. Das hat nicht eine allzu lange Ausdehnung in dem Sinn. Also es ist halt einfach nicht allzu lang. Das heißt, es würde wahrscheinlich klappen. Denn sonst ist dann hier einfach die Brücke im Weg. So, nochmal ein bisschen drehen. Wie sieht es mit dem Gleis aus? Das müsste eigentlich glattwegs funktionieren. Wir haben ein bisschen ein Problem mit der Aufschüttung. Hier oben dazwischen, da kann ich nichts machen. Das funktioniert so nicht. Wir machen es mal so. So hier hin. Und dann hätte ich gerne aber irgendwie noch eine Straße oder so in der Nähe. Dass wir das sozusagen anschließen. Das brauchen wir natürlich nicht. Dieses Ding braucht keine Straße. Aber ich behaupte mal, es sieht einfach relativ nett aus, wenn wir eine haben. Wir haben aber eine Kollisions,
Abfrage hier. Das heißt, ich kann die Straße nicht darunter schieben sozusagen, sondern ich muss sie tatsächlich hier mit einigem Abstand hinhängen. Ja, geht so nicht. Wir bauen das mal in kleinen Schritten. Und dann ist die Krümmung zu groß. Halleluja. Kann man wegnehmen. Krümmung zu wenig. Weniger machen. Nämlich so. Und mitnehmen. Ja, und dann haben wir schon. Nee, nee, du musst da nicht zu den Gleisen rauf. Das wollen wir überhaupt nicht. Aber noch ein bisschen weiter nach hier. Genau, dann haben wir hier eine Sackgasse. Und du kommst irgendwie hier runter, würde ich mal vorschlagen. Wo haben wir hier eine Straße? Hier haben wir die Autobahn. Da könnte man doch glatt irgendwie eine Abfahrt machen, wenn es geht. Ja, so geht's. Ist ja witzig. Okay, ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Einfach irgendwie so ein Feldweg, der hier auf die Autobahn führt. Aber okay, und wir bräuchten es auch nicht. Ich weiß, ich sag's gerne nochmal. Geht wirklich nur um die Optik. Hier ein altes Gleis nehmen und irgendwie hier rein. Wäre das richtig? Wir wären dann... Nee, das wäre falsch. Wenn wir in die Richtung wollen, müssen wir hier in dieses Gleis rein. Wunderbärchen. Und jetzt schnell schauen, dass wir die noch mitnehmen, wenn wir die schon haben. Einmal... Aha, Moment. Mit Control ist das immer so eine Sache. Jetzt hat es geklappt. Hier hat auch geklappt. Und jetzt irgendwie hier einfach rein. Genau, zum Beispiel hier vorne. Und jetzt hoffe ich, das reicht fürs andere Gleis auch noch. Und dann hätten wir das eh schon abgeschlossen. Ah, da ist wieder irgendwie die Krümmung zu groß. Aber so geht's. Aber da kommen wir natürlich nicht rein. Ist aber kein Ding. Wir kommen hier in dieses Gleis rein, würde ich mal behaupten. Ja. Machen wir das so. Dann nehmen wir die Signale. So, damit wir die hier eben auch noch, ja, signalisiert haben, hier diese Gleise. Auch wenn wir es natürlich gar nicht brauchen würden. So, ist ja nur eine Depotausfahrt. Machen wir mal so. Und dann kaufen wir uns einen Güterzug, würde ich vorschlagen. Jetzt darf ich aber nicht vergessen, dass das Spiel noch abgestürzt ist. Ich habe noch 8 oder 9 Minuten davor auch schon aufgenommen. Ja, das wird zu lang für meinen Geschmack. Ich muss es eben ja immer noch rendern und, und. Liebe Leute, wir machen ein kleines Päuschen. Die Züge gibt es morgen und dann werden wir natürlich Stantepede gleich mal noch in den Zug einsteigen und mitfahren nach Bielefeld. Besten Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sagen mit dem hier tschüss, der gerade daherkommt. Wir sind ja gerade beim Thema Güterzüge. Das passt perfekt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.